Naja, eigentlich bräuchte man eigentlich keine Kurzintervention, weil nach dem zweiten Satz, Herr Ludewig, war schon klar, wo es darauf hinauslaufen würde. Offensichtlich ist Ihnen die Antwort Ihrer eigenen Bundesregierung in der Drucksache 17-130-041 nicht bekannt. Das für den stationären Bereich weiterentwickelte Vergütungssystem enthält verstärkt wettbewerbliche Elemente, mit denen die Pflegepersonalregelung nur bedingt kompatibel ist. Da Ihre Konzeption in einer Zeit erarbeitet wurde, als der Krankenhausvergütung noch das Selbstkostendeckungsprinzip im Grunde lag. Das ist ein grundlegender Widerspruch, der hier zu lösen ist. Aber offensichtlich ist das nicht Ihr Problem. Mit der Aufhebung der Pflegepersonalregelung, heißt es dann weiter, wird auch im Sinne der Deregulierung der Verantwortung die Verantwortung wieder in die Hände der Selbstverwaltungspartner gelegt. Und genau das ist das Problem, das nicht funktioniert. Sie können nicht auf der einen Seite auf Ihrem Wahlprogramm, ich habe es schon tausendmal gesagt, Seite 66, groß verkünden, die CDU ist die einzige Partei, die ein vollfinanziertes Konzept vorgelegt hat, um die Probleme der Berliner Krankenhäuser zu lösen, und dann mit Ihrem Gesundheitssenator hier diese Probleme einfach nicht aufmachen. Legen Sie dieses Konzept doch einfach mal vor, dann wären wir schon eine ganze Reihe weiter. Weil das Problem der Krankenhäuser besteht doch darin, dass die Gelder, die eigentlich fürs Personal vorgesehen sind, die eigentlich für die Patienten vorgesehen sind, von den Krankenhäusern genutzt werden müssen, um die Dinge quer zu subventionieren, die Sie durch Ihre Investitionspolitik nicht hinbekommen. Die 33 Millionen, die frei werden ab Juni 2015 aus dem Krankenhausfinanzierungsprogramm, auch da zahlen wir ja immer noch Ihre Schulden aus den 90er Jahren bis 2015 ab, die Gelder gehen verloren, und diese Gelder wären in den Krankenhäusern gut aufgehoben, weil dann die Krankenhäuser aus den Beiträgen der Krankenkassen endlich das machen könnten, was sie damit machen sollen, nämlich ihr Personal bezahlen und die Sachkosten entsprechend auch aus die Sachkosten auch entsprechend abdecken könnten. Also insofern, ich habe gesagt und jetzt ganz und in aller Ruhe, dass wir diesen Antrag aufgenommen haben, um in eine Debatte einzusteigen, und wir werden diese Debatte ganz im Sinne des Kollegen Thomas dann auch im Ausschuss zu führen haben. Aber dann müssen Sie bitte schön auch mit Ihren Konzepten konkret in die Debatte gehen, damit wir sehen können, wie dieses Problem gelöst werden kann. Das Absondern von Sprüchen und das Loslassen von Polemik hilft Ihnen doch bei der Lösung des Problems nicht, Herr Ludewig. Herr Dr. Ludewig, wollen Sie erwidern? Ich sehe ja, dann haben Sie das Wort. Also Herr Dr. Albers, es freut mich ja, dass Sie versuchen, am Rednerpult dann ein Konzept zu machen, was von der Finanzierung über Pflegestandards bis sonst was geht. Nochmal, wir diskutieren einen Antrag. Ihr Antrag, da kommen Sie nicht von weg. Ihr Antrag, das ist Populismus. Ein Satz, kein Konzept, keine klare Forderung, was verbessert werden soll, sondern nur eine Aufforderung. Und da sind wir Ihnen ja dankbar, dass der Senat sich auf Bundesebene einstellen soll. Wenn Sie sich hinter unsere Bemühungen stellen, sehr gerne, Herr Dr. Albers, herzlichen Dank.